Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Zoo Tycoon 2. Ich packe mal meinen 3DS weg, den ich jetzt gerade momentan nicht brauche und feiere, dass gerade irgendwie ganz viele Tiere trächtig geworden sind. Hallo? Hallo? Panda-Bär ist trächtig? Huhn ist trächtig? Goldfasan ist trächtig? Ein Schawalski-Pferd hat wieder ein Kind gekriegt? Und wir haben wieder eine ultimative Anzahl von halbwüchsigen Tauben, welche auch nun alle das Erwachsenenalter erreichen wollen. Moment, was machst du da? Du bist einer der Tauben, wo ich dachte. Wo ich schon dachte, dass du dahin hörst. Weil du nämlich dich unehelich fortgepflanzt hast. So, das werden wir jetzt aber so lassen. Ist da ein Weibchen trächtig geworden? Wie bist du da rüber gekommen? Ups, das war's falsch. Das war's falsch. Okay. Aber trotzdem, wie ist sie da rüber gekommen? War da noch jemand? Weibchen. Weibchen wartet darauf, sich mit Kevin zu paaren. Die Weibchen sind auf jeden Fall richtig. Ja, wo ist Kevin? Da ist Kevin. Weg mit Kevin. Oh, das ist schon wieder unkontrolliert. Wie kommt Kevin darüber? Lass Sonnenkorn einlegen. Dann hat Sonnenkorn jetzt mit Kevin was gemacht, glaube ich. Jo, so ist es eben bei Zoo Tycoon. Manchmal verpaaren sich die unerwünscht. Sonnenkor hat wieder Eier gelegt. Und zieht wieder in die Frauen-WG. So, wen habe ich dann hier noch? Das sind die neuen Nachzuchten. Das ist die... Das Kind von Colin. Ich nenn's Hanuk. Ist das überhaupt ein Weibchen? Nö, in dem Fall Hanuk passt. Hanuk. Ich nenne ich Rudi. Ne, ich hab schon einen Rudi. Olli. Ich weiß nicht, ob ich einen Olli habe, aber. Drei. Ich nenne ich Sebi. Kommst du dem Weibchen mit rein? Und das ist natürlich der Igor. So, wie ich schon gesagt habe, ich werde das wahrscheinlich nicht mehr lange machen in dem letzten Part. Ist geschlechtsreif. Aber es kann sein, dass ich irgendwann mal was anderes tue. Aber die großen Pandas, die scheinen sich jetzt zu vermehren. Aus irgendeinem Grund. Ich finde, das sollte ein Grund zum Feiern sein. Weil einer der Panda-Bären ist braun. Der hier ist gebleicht. Und der hier ist weiß. Der ist braun. Braun ist in Wirklichkeit auch wirklich eine Farbvariante eines Panda-Bären, die aber sehr selten ist. So selten, dass sie kaum, so gut wie kaum in der Wildnis gesichtet wird. Die Pandas, die so aufwachsen, werden leider gejagt. Das ist eine traurige Wahrheit, die es so gibt. Ich glaube, wir vermehren wieder ein paar Hühner. Weil ganz so auf ohne Huhn Dingsbums kann man uns ja nicht belassen. Auch wenn ich sagen muss, dass ganz schön viele Männchen rausgekommen sind. Also sieht irgendwie krank aus. Echt jetzt ist sie krank aus. Die ganzen alten Hennen
sind wieder diejenigen, die sich sozusagen gepaart haben. Kommt eigentlich keiner von dem auf die Idee, da durchzugehen? Hätten die machen können. Hätten sie. Machen sie aber nicht. Oh. Ah, die Hähne, die haben jetzt mit diesen Hunderten von Hennen jede Menge zu tun. Das glaubt man gar nicht. So, nachdem ich diese Paar erstmal jetzt hier sozusagen reingekickt habe, werde ich bei hier darauf achten, dass sie jetzt alle im Nest sind. Hoffentlich setzen sie sich auch alle hin. Jupp, die ersten sitzen schon, die zweiten sitzen und der letzte sitzt auch. Irgendwie finde ich das geil. So kann man immer neue Hühner bekommen. Aber wie gesagt, sollte ich irgendwie die Gelegenheit haben, in Planet Zoo Hühner zu züchten, egal ob die durch einen Mod kommen oder durch irgendwas anderes, dann schlag mich, wenn ich sowas mache. Denn sowas will ich dann nicht machen. Ne? Auch wenn es Spaß macht, aber man soll es nicht übertreiben. Jetzt übertreiben wir aber trotzdem mal, weil wir einfach mal beschlossen haben, diesen Part sozusagen als den Vorfinalpart zu machen. Das heißt, wir treiben das Spiel bis an die Grenze. Mit Hühnern. An allem drum und dran. Sie haben genug Zeit miteinander verbracht. Jetzt wird es Zeit, das Leben neu zu beginnen. Ich wünschte, die Hühner hätten Variant-Skins. Das wäre so geil. Dann würde ich auch bei denen selektierte Zucht machen. Ach, das ist noch nicht mal fertig. Schweift umher. Wenn man aber erstmal so viel hat, dann hat man halt so viel. Jetzt geht's los. Gott, Gott, das sind Nachkommen. Stellt euch vor, in so einer Fließbandarbeit müssen die wirklich zu viele Eier legen. Und das ist für den ganzen Markt. Das ist wirklich, wirklich sehr viel, wenn man das mal so sagen darf. Und dazu legen ja die Hühner nicht nur Eier, wenn sie sich gepaart haben, sondern auch nebenbei so. Und nebenbei legen die sogar mehr Eier, als wo sie sich gepaart haben. Und stellt euch mal vor, ihr würdet wirklich alle 24 Stunden so ein Ei legen, so wie ihr zum Beispiel mal ein Kind zur Welt bringt. Da würde man sich auch fragen, oh, kann das nicht mal aufhören? Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nicht gerade ein Vergnügen für Hühner ist, wenn die unermüdlich Eier legen müssen. Klar werden sie dafür gezüchtet und so. Uns bringt das was zu essen. Beziehungsweise macht es uns etliche Möglichkeiten, unser Brot zu backen, unser Essen herzustellen und was auch immer. Aber auf Dauer ist es nicht gut für die Hühner. Denn, wie man weiß, ist das Eiablegen immer mit Krankheiten verbunden und mit Verletzungen. Und manchmal machen die zu große Eier, dann bleiben sie stecken und die Hühner sterben an Legenot. Weil die Eier sich dann so stauen und das kann sehr schlimm enden. Und das ist einer der Fälle, wo man leider ein bisschen zu sehr rumgefuscht hat, um die
das machen zu machen lassen, was sie wollen. Natürlich legt jeder Vogel auch mal ein unbefruchtetes Ei, wenn es gegeben ist. Aber die legen niemals mehrere innerhalb kürzester Zeit. Das geht bei denen nicht. Bei wirklich natürlichen Tieren legen die wirklich nur mit dem Gelege, was sie immer benutzen, ein unbefruchtetes Ei mindestens. Wenn nicht sogar zwei. Der Rest sind alles dann die Nachkommen halt nur. Deswegen haben sich Eier auch entwickelt. Und nicht so wie hier. Aber das Gute ist, da es gibt zum Beispiel Zoos, die halten ja auch Haustierrassen. Nicht sehr viele, aber unser Tierpark zum Beispiel, die halten auch ein paar, sagen wir, Ziergeflügelrassen, welche sie sozusagen alle ausbilden, beziehungsweise alle sich auch von einem Züchter beziehen und diese sind dann immer dann da und bekommen auch Kinder. So, jetzt habe ich... Nein! Jetzt habe ich einen Weg freigegeben. Nee, das wollte ich nicht. Den Weg kann ich so nicht anwählen. Dann muss ich was anderes machen. Oh ja, das ist jetzt schon. So. Jetzt habe ich gefühlte hunderte Hennen Eier legen lassen. Und das dürften jetzt auch gefühlte hunderte Eier sein. Und dann denke ich mir so, oh je, das Spiel wird an seine Grenzen dadurch getrieben. Weil Hühner sind wirklich da am vermehrungsfreudigsten, wie man sieht. Die vermehrt man dann wirklich wie die Karnickel, buchstäblich. Und ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Emot drin habe. Denn hätte ich den nicht drin. Tja, dann wäre es schlimm geworden. Selbst die Tauben werden langsam wieder zur Geschlechtsreife getrieben. Und auch die Goldfasane, die ich gezüchtet habe, wandeln sich so langsam zum Besseren. Wie ihr wisst, ist in den vorigen Parts unser Bestand plötzlich geschrumpft, weil die ganzen Tiere alle an Altersschwäche gestorben sind. Gleich danach haben wir uns ein paar neue Tiere geholt. Unter anderem ohne Stammbaum. Aber das Gute daran ist, dass wir solche, die jetzt keinen Namen haben, wie zum Beispiel die da, wir nehmen einfach jetzt die ohne Stammbaum und verpaaren die. So, dem hat es ein Kind. Das Kind ist aber noch klein. Deswegen nehme ich keinen mit Stammbaum. Weil die, die sich daran gewöhnt haben und einen Stammbaum haben, merke, das ist ein Diamantfasan. Da setze ich gleich mal so einen Jungen rein. Und schul. Man muss auch ein bisschen reinrassig kreuzen. In dem Fall züchten. Kommt es mir jetzt nur so vor, oder habe ich keine Goldfasan? Männchen mehr. Kommt mir fast so vor. Ich habe nämlich bei der letzten Zucht fast nur Weibchen rausgekriegt. What's up? Aber ich folgendes tun. Pass auf. Wir lassen sie sich jetzt paaren. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mal ein ausgewachsenes Weibchen. Oh, das ist nicht mal ausgewachsen.
Schmeißen Sie ihn da rein. Hoffen wir mal, dass sich daraus was ergibt. Hör mal auf zu rennen. Das wird nichts. Das wird absolut nichts. Ich setze den wieder rein. Setz, wenn die sich pannen, ne? So. Irgendwie fast nur Weibchen. Außer dieser Goldspund hier. Dieser Grünspund. Das ist eines der einzigen. Nein, da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Was auch immer. Jedenfalls. Genieße ich dieses Spiel. Das einzige, was ich schade finde, ist, dass sich hierbei nichts angekündigt hat. Selbst bei den Säbelantilopen, die von Aussterben bedroht sind, hat sich was angekündigt. Aber der Tagschatten frisst lieber Fisch. Okay, das sieht komisch aus. Das sieht aus, als hätte der einen Arsch in sich. Und jetzt gehe ich weg. So. Was können wir noch machen? Die Säbelantilopen kriegen dann auch ähnliche Nachwuchs. Unfall Sabotut. Was machen die sibirischen Tiger so lange? Die wachsen und gedeihen. In ihrem eigenen Gehege. Das Spiel läuft nur noch mit 10 Frames pro Sekunde. Das sind Straßen. Gott, ist das schlimm. Ey, was ist mit dir los? Hallo? Hans! Bist du behindert? Du sollst doch keine schlechte Laune haben oder sowas. Flieg! Oh Mann, ich glaube, ich werde meine Taubenzucht bald aufgeben. Ich habe langsam zu viel. Auch wenn es mir Spaß gemacht hat, die ganzen selektiert zu züchten. Aber es soll nicht mal so sein. Ich will mich lieber dann um andere Dinge kümmern. Die Liga sind ausgewachsen. Och, seht euch mal den Unterschied an. Das ist unser Tigon. Tigern sind geprägt von Kleinwüchsigkeit. Deswegen sind sie das totale Gegenteil von einem Liger. Hier hat sich mehr der Löwe eingeschlichen, aber beim Liger hat sich die Massigkeit von zwei Tieren eingeschlichen. Das bedeutet, das ist ein total muskulöses Badass-Tier, welches das ultimativste Produkt menschlichen Einflusses ist. Aber es existiert. Früher hatte man nicht geglaubt, dass sowas existieren kann, aber ihr seht es ja selbst. Dieser kastenförmige Körper und dieser Ich bin fett Ausdruck gibt ihm wirklich das Gefühl, als hätte man was Cooles vor. Vor allem Hercules. Im Vergleich mit einem Tagschatten. Ist ein blöder Vergleich. Oh, wir haben noch die Pferde. Auf der anderen Seite irgendwo.
sind die hin? Ich habe die auch gerade wie. Ist das das? Ah, da sind sie doch. Auch die Pferde scheinen glücklich zu sein. Ihre Fohlen wachsen heran. Und mit 9 Frames pro Sekunde scheinen sie auch so ein bisschen durch die Gegend zu leben. Inzwischen schlüpfen die Hühner wieder aus und das dürfen jetzt um die Hunderte sein. Gott, ich will nicht wissen, wie das im realen Leben aussehen würde, wenn da plötzlich Massen von Küken auf dem Boden schlüpfen, so wie sie hier sind. Und dann machen die auch wieder. Oh, das ist eine Masse, ey. Und fliegen können die auch noch. Alter, das geht nicht. Das geht nicht. Emoji Overflow. Ich stell dir vor, die vermehren sich dann nochmal. Das wird ein Vergnügen. Da haben wir tausende von Weibchen, die sich vermehren. Und so wie ich das gesehen habe, ist ein sehr, 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 sehr großer Anteil davon Männchen. Und mein Akku geht leer. Wieder geht mein Akku leer. Alle frisch geboren, bereits Morphwachsen. Na dann. Loch im Zaun. Lauft. Das ist nämlich der ultimative Abschied, also lauft. Wenn euch was jagt, lauft. Oh Gott. Wie die jetzt alle da reinrennen und das gesamte Hühnerzimmer invasieren, also es sieht echt krank aus. Und ich hoffe, die kommen da nie mehr rein. Theoretisch könnten wir diese Generation jetzt alle alt werden lassen, alle sterben lassen, dann habe ich keine Hühner mehr. Es gibt nur ein kleines Problemchen. Wir können nicht so lange warten, bis sie alle gestorben sind. Und loswerden können wir die auch nicht. Hallo, wollt ihr denn nicht auch mal eure Mütter kennenlernen? Die warten alle sicher schon auf euch. Rennt los und genießt die Freiheit im Hühnerstall. Wenn man das Freiheit nennen kann, in dieser Masse, die jetzt hier existiert. Bernadette ist an Altersschwäche gestorben. Okay, die Tauben sterben. Meine Tauben sterben. Die ersten Tauben sterben. Ah, ihre Stammbäume werden sterben. Ihre Stammbäume werden reduziert. Plötzlich ergeben sich neue Möglichkeiten und neue Missionen, diesen Paar zu retten. Jo, ich denke, wir werden auch mal irgendwann mal, aber nicht mehr in diesem Leben wahrscheinlich, einen neuen Zoo machen. Vielleicht irgendwann mal oder so, aber heute nicht mehr oder so. Inzwischen ist Hanuk Sabbatut und die Hühner wollen nicht. Boah, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Der kann rennen, der rennt dahin, der rennt nicht dahin, der rennt nicht dahin, der rennt nicht dahin, der rennt nicht dahin. Rein mit euch. So. Und zu damit. Wundert mich, dass es die nicht wieder rein vertreten hat. In der Zwischenzeit. Na, da gibt's ja nichts. Nicht mal die Gesellschaft gibt's ja.
Also genießt mal euer schönes Leben da drinnen. Ich verabschiede mich derweil von meinen Hühnchen. Ich würde sagen, wir beenden auch das gesamte Projekt. Denn unser Spiel ist unerträglich langsam geworden. Wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen, fand ich. Ich hoffe, euch gefällt diese Staffel, wie ich Tauben gezüchtet habe und so. Es hat mit ganz simplen Tauben angefangen. Ein kleines bisschen nur ist es dann ausgeartet, aber nicht so sehr, wie es früher immer ausgeartet ist, wenn dann plötzlich das gesamte Gehege voller Scheiße war. Und die alle dann an Krankheiten gestorben sind. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Egal, was ich tue. Und passt auf euch auf. Euer Trago Agamicus von DTV. Bis zum nächsten Mal und bis bald.